Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Ich will sie nicht aufhalten. Passen Sie auf sich auf. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Gleichschutz. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Weitere Feinde entdeckt. Warnung, weitere Feinde entdeckt.
Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Sie betreten einen sicheren Bereich. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Sie verlassen jetzt das... Der Weg zu Kobe's führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Steh dich! Wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent.
Weitere Feinde im Anmarsch. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann. Verpassen was. Sie haben Glück, dass Sie nicht für diese Sarah-Leute arbeiten müssen. Ich habe gehört, Sie sollen sie... Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte.
Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Ausgezeichnet. Endlich können wir all den Kindern und Säuglingen eine angemessene Pflege bieten, ganz zu schweigen von den Schwangeren. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Womit kann ich Sie glücklich machen?
Agent, hier ist Dr. Candle. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ekelhaft. Ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts? Etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent.
Warnung! Kontamination steigt! Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle, Ende. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Schon vor Wochen angepackt. Und wer verdammt mal sind die dann? Wofür sind wohl diese Ruhe? Was es auch ist, gut ist es nicht. Siehst du das? Thank you.
Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren, ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Team, hören Sie mich? Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Kendall an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Patel Ende.
Einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. So, Grinder, bringt es zu Ende. Die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Thank you.
Dr. Thorn. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Also Probenteam, wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Und wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Hey, die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben... Von den Flüchtlingen, meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht. Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen Tellerrand schauen. Millionen Leben stehen auf dem Spiel.
Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ich wünschte, ich könnte selbst daraus. Hören Sie, das ist kein guter Zeitpunkt, dass jemand für diese Leute verbrennen wollte. Aber du verstehst warum. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Mein Viruslabor. Endlich genug Ausrüstung und Personal, um richtige Analysen durchzuführen. Das verdanken wir Ihnen, Agent.